Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Command Block Tutorial. Ja, heute geht es allein um diesen einen Block hier. Der heilige Block. Ja. Ja, wie bekomme ich den, falls man hier sucht? Er ist nicht dabei. Gibt nur wenige Möglichkeiten, den zu bekommen. Entweder man gibt das ein. Der hat die Nummer 137. Dann hat man den. Oder man benutzt too many items. Ups. Naja, man darf ja nicht so. Jetzt. Und sucht hier. Weil da ist er dabei. Da sind alles gleich, bis auf dass der Block hier fehlt. Hier unter too many items findet man ihn. Im normalen Creative Menu nicht. So, wo kommen wir noch? Es ist automatisch viermal geaddet im Favoritenmenü, warum auch immer, automatisch schon dabei. Das hier sind meine Sachen, die ich hier noch zugefügt habe. Das hier war automatisch schon dabei, viermal irgendwie, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall, so bekommt man ihn. So, was ist die Besonderheit? Man kann ihn halt setzen. So, fertig. Gesetzt. Ja. Man kann setzen und rechts drauf machen. Dann ist es wie bei einer Bucket-Konsole, so kann man sich ungefähr vorstellen. Hier steht noch ein bisschen bla bla. So. Der hat jetzt nur besondere Eigenschaften. Man kann ihn nur in Creative Mode abändern hier drinnen was. Und man muss dafür auch OP sein. Auf dem Server dann. Oder es gibt dafür auch eine Permissions. Die weiß ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall. Ja, was kann man denn mit ihm zum Beispiel machen? Man kann da zum Beispiel jetzt, es ist, macht keinen Unterschied, ob er das macht oder halt nicht. Ja, man könnte jetzt jeden Befehl, von den es in Minecraft gibt, auch von Plugins, die auf dem Bucket-Server hinzugefügt werden, benutzen. Also GIF, meinen Namen, 137 und dann würde ich 64 bekommen, aber ich nehme jetzt mal nur einen, weil ich will ja nicht mehr einen. So, zum Testen werde ich den jetzt mal hier weglöschen. So, jetzt gehe ich da drauf und ich habe einen und ich habe noch einen, noch einen, noch, noch und so weiter halt. So. Ja. So. Das geht aber jetzt mal ein Stück einfacher. Und zwar, wenn man jetzt, so habe ich das übrigens mit den Knöpfen gemacht, ducken und dann rechtsklick und dann werden die darauf platziert. So. Der macht jetzt gar nichts. So, man könnte jetzt GIF, wie es da steht, at p, das bedeutet, der nächste Spieler, der von diesem Command Block entfernt ist, kriegt das dann. Das heißt, at p, das wäre ich, 1, 3, 7 und dann auch 1. So könnte man sich ein bisschen Schreibarbeit, und immer der nächste Spieler, der auf den Knopf drückt, kriegt den dann halt, den Command Block. Ja, Command Block, klar. So, und man könnte das mit @r, doch dass ein random Spieler es bekommt. Das heißt, random Spieler macht dann jetzt nur auf einer LAN-Welt oder auf dem Server richtig Sinn, wenn da mehrere Leute drauf sind. Alleine macht es natürlich keinen Sinn, wenn nur ein Spieler da ist und random, dann klar, dass das mal einer bekommen kann. Genauso wie @p im Singleplayer auch wenig Sinn macht. Ja, dann kommen wir jetzt dann @say zum Beispiel. Ich nehme jetzt Beispiel, ne? @r würde dann irgendjemand bekommen. Einfach vorhin schreiben. So, dann würde jetzt ein random Spieler auf dem Server dann einen bekommen. Und mit @a würden alle Spieler einen bekommen. Das macht jetzt noch keinen Sinn, weil wieder nur einer da ist. Also, so, say @p, dann würde denn. Und der Command Block ersetzt @ und dann R, A oder P durch den Namen eines Spielers, nicht irgendwie, also der nimmt praktisch den Namen, und das sieht man beim Say-Befehl genau, Leute 300XD, so, ne, das heißt, er setzt da einfach nur den Namen hin und mehr macht er @P oder @R nicht. Das sieht man jetzt am Say-Befehl, ich hoffe, ihr versteht. So, Say at random, das wäre das mit dem random, und Say at all, dann bei Say at all ist es so, da
dann kommt die Nachricht so lange, bis jeder Spieler einmal in der Nachricht drinne war. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. TP. Beim TP müsst ihr darauf achten, dass @p wieder geht wieder alles. Das ersetzt ja nur den Namen. Müsst ihr irgendwie darauf achten, weil guck mal, wenn ich jetzt F3 drücke, könnt ihr ja die Koordinaten nachgucken. Ich kann es jetzt scheiße zeigen. So, und zwar irgendwie gelten nicht die Koordinaten da, warum auch immer, bei x jedenfalls nicht, sondern es gelten die in der Klammer. Bei y gelten wieder die vorm Komma. Bei z ist dasselbe hier auch wieder eine Klammer. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber es ist halt so. So, jetzt kommen wir zur nächsten Besonderheit. @p und @r sind ganz gut, aber man kann es noch ein bisschen erweitern. Und zwar tp. @a, also tp, alle Spieler. Und dann kommt mir jetzt zum Besonderen. Zu den ganz Besonderen. Und zwar, man kann dann in Eckingklammern noch so Zusatzsachen einschreiben. Zum Beispiel alle Spieler im Radius. R bedeutet Radius, wir kommen nachher noch zu allen anderen, gleich 5. Das heißt, im Radius um den Command-Block, im Radius von 5, werden alle Spieler zu dieser Koordinate tippet. So. Wenn ihr jetzt mir folgen könnt. Aber allerdings passiert das immer nur dann, wenn der Command-Block ein Redstone-Signal bekommt. Ne? Ja. Ich habe das jetzt so gemacht mit einer Ticker-Schaltung. Schalte ich die von hier an, damit ich da überhaupt hin. Weil immer wenn ich im Radius 5 um den Command-Block werde ich zurücktippet. Und auch immer nur, wenn der Strom bekommt. Ich hätte jetzt natürlich noch eine viel schnellere Schaltung nehmen können. Aber die tut ja jetzt auch schon mal zum Beispiel als Beispiel so. Und auch über den Command-Block im Radius 5 ist es so. Ja, dann schalten wir es wieder aus. So, ja. Kommen wir zum nächsten. Entschuldigung, so. Ist wieder so heiß. So, jetzt kommen wir zur nächsten Besonderheit. Da haben wir jetzt schon zum Beispiel noch einen. Ich nenne jetzt ein paar Beispiele und dann, erkläre ich dir da nachher genau. So. Also M bedeutet. Ihr könnt auch mehrere reinschreiben, aber nicht zweimal dasselbe. M bedeutet, in welchem Spielmodus man sich findet. Spielmodus 0 wäre jetzt Survival, Spielmodus 1 wäre Creative, Spielmodus 2 wäre dann natürlich Adventure Mode. So. Und mit einem Komma werden die dann halt getrennt und wieder Radius 5. So, würde ich den jetzt anschalten, würde nichts passieren, weil ich bin ja im Modus 1, also Creative Mode. So, jetzt mache ich mich mal Survival und jetzt, wenn der Strom bekommt, werde ich zurück DP't. Und ich kann mich wieder nicht dem Command-Block nähern. So, und ich muss nicht nur Creative Mode machen, deswegen habe ich hier keinen Schalter gebaut. Und jetzt erwischt er mich wieder nicht. So, den Rest habe ich mir jetzt mal nicht. Ihr könnt natürlich auch 5, 6 da. Ihr dürft noch nicht welche doppelt machen. Also ihr dürft nicht zum Beispiel alle Spieler im Modus 1 und im Modus 2. Das geht irgendwie nicht. Dann müsst ihr 2 Command-Blöcke machen. Ja. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Sachen. X, Y und Z gehören zusammen. Das sind die Koordinaten. Da gelten wieder die hier, die da in den Klammern bei X und Z. Ja, so, die machen, ich lese das jetzt mal aus dem Minecraft-Forum vor, aus dem deutschen, also x-y-z, Koordinaten des Mittelpunkts des verwendeten Umkreises. Also ihr könnt das zum Beispiel umkreis an, ihr könnt den Command-Block da hinten stehen haben, solange er geladen ist von der Welt, und wenn ihr die genau diesen Block-Koordinate angibt und dann Radius, wird genau um diesen Block den Radius eingehalten und obwohl der Command-Block irgendwo da hinten in Nimmersland steht. Ich glaube, ich habe es richtig erklärt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. R bedeutet maximaler Radius und RM bedeutet minimaler Radius. Also ihr würdet das dann wieder so schreiben. Hier @all, eckige Klammer,
minimaler Radius, Komma, nee, gleich 5. Damit würdet ihr machen, dass zum Beispiel, wenn der minimale Radius, könnte ich mich 5 Dinger hier rumbewegen. Achso, was noch zu sagen ist beim Radius, was ziemlich schwachsinnig ist, und zwar der Radius ist ein Kreis und kein Blöckekreis, sag ich jetzt mal. Es ist ein Rund, was bei Minecraft kein bisschen Sinn hat, aber es ist halt so. Ja. So, minimaler Radius, das heißt, wenn ihr den angebt, 5 Blöcke, würde in den 5 Blöcken nichts passieren. Und wenn ihr dann maximaler Radius 10, würde nach 5 Umkreis, würdet ihr wegtippiert werden. Und wenn ihr dann noch weitere 5 Radius-Dinger da läuft, dann seid ihr wieder aus der Zone CP zu werden. So, M hatten wir schon, Modus. Ja, Spielmodus steht da einfach nur im Minecraft Forum. Da könntet ihr dann gleich irgendwas, ne? Also gleich 1, 0 oder 2. 0 Survival, 1 Creative, 2 Adventure Mode. So, C wäre maximale Spieler at all. Oder at random könntet ihr, nee, Quatsch, at all könntet ihr dadurch erweitern, indem ihr zum Beispiel maximale Spieleranzahl gibt, zum Beispiel 3, und die werden dann auch random entschieden, also, ne? So, L macht dann maximales Erfahrungslevel, und zwar Level und nicht Punkte. Das maximale Erfahrungslevel, in dem man TP wird. So, und das LM macht wieder minimales Erfahrungslevel, in dem man TP wird. So. Ja. Dann müsstet ihr auch gleich und dann irgendein Level angeben. Welche Befehle? Es gibt Befehle, die nicht verfügbar sind im Command Block. Das wäre einmal der Kick-Befehl. Ich lese das jetzt mal auf dem Minecraft-Forum kon. Also das als Grund, warum das nicht möglich ist, vor. In Verwendung mit at all können dies verwendet werden, damit kein Spieler mehr auf dem Server beitreten kann, wenn man da jetzt so eine schnelle Tickerschaltung hinbaut. So, dasselbe steht bei Bann. So, bei OP. Könnte verwendet werden, um Spieler zum Operator zu ernennen. Verständlich. Beziehungsweise Kick. Ah ja, um einzuärgern, einmal drücken mit einem Cooldown drin at random wäre schon mal ganz lustig. Bann, na, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Warum sollte man einen Random-Spieler bannen? OP, ein Random-Spieler einfach OPen, das macht auch keinen Sinn. DOPen, warum? Also bei DOPen steht übrigens ein anderer Grund. Könnte verwendet werden, um Operator die Rechte zu entziehen. So. Stop. Das verstehe ich jetzt halb, sage ich jetzt mal. Ich verstehe es soweit. Man könnte sich so ein Admin-Haus bauen, wo dann überall so Command-Blöcke, Schalter und sowas sind. Und übrigens, die Sonne ist schön. Da mit so, ja. Okay, ja. Auf jeden Fall Stop. Ja, könnte man. Aber sollte jetzt ein Griefer kommen und sich irgendwie ins Haus einbrechen, wäre das ein bisschen scheiße und dann einfach den Server stoppen. Ja gut, das war's auch schon. Noch eine Information zu unserem 50 Abo-Special, was sich leider verspäten wird, da wir damit beschäftigt sind. Also wir haben für unser 50 Abo-Special, so viel sage ich schon mal, einen Server bereit. So, 24/7 Server, den wir uns mit Solvi teilen. Aber der ist leider noch nicht fertig und deswegen wird sich noch hinziehen und kann sogar sein, dass das 100 Abo Special vor dem 50 Abo Special kommt, was zwar schade ist, aber tut uns wirklich leid. Wir dachten, es ging schneller, aber geht doch wohl nicht. Und ja. Okay, ja, sonst gibt's eigentlich nichts Wichtiges zu sagen. Jo,
Dann verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, das ist kürzer geworden als das andere. Als nächstes Redstone Tutorial wird kommen, sowas wie die Schaltung da. Die werde ich jetzt, müsst ihr euch nicht unbedingt merken. Die werde ich im nächsten Video auf jeden Fall vorstellen. Das ist meine Lieblingssticker-Schaltung. Es gibt zwar noch schnellere und so, aber halt. Also, die werde ich natürlich auch vorstellen. Ich werde so ziemlich alle vorstellen. Ich werde einen Flipflop, also so einen Switch, einmal auf den Knopf drücken. Dann geht Redstone an. Nochmal drauf drücken, geht's aus. Auf den Knopf halt, ne? So. Sowas werde ich vorstellen. Ich werde Gates machen. Wenn von beiden Kabeln Strom kommt, dann wird kein Strom mehr gesendet oder sowas. Also so hat es Hauptredstone und wie man, also ja, das würde ich so hauptsächlich vorstellen. Und dann wird es vielleicht das mit den Gates und so zwei Teile werden. Ich weiß es nicht bestimmt, aber ich werde danach, wisst ihr so ziemlich alles über Redstone. Und wenn, also jetzt für die 1.5, das Update, ist ja jetzt ein Redstone-Update geplant. Das wird allerdings erst in der Pre-Release-Version, weil ich Snapshots eigentlich nie runterlade. Ich gucke mir nur an, was neu ist. Ich werde mir dann die Pre-Release schon runterladen und dann in der Pre-Release schon alles vorstellen. Ja. Dann sage ich jetzt mal ciao, Leute. Habe ich sonst noch was Wichtiges zu vergessen? Nö, ne? Nee. Ja gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiederhören.